So I think you have your seats. Ich glaube, wir können uns setzen. It's amazing time. Es ist eine wundervolle Zeit. Amazing season. Eine wundervolle Zeit. A time that the Lord is doing great things. Eine Zeit, in der der Herr großartige Dinge tut. You see, there are every generation and what God does. In jeder Generation tut Gott etwas. And this generation that we are in it, und in dieser Generation, in der wir jetzt gerade sind, we are going to see God werden wir Gott sehen in a powerful way. Und wird kraftvoll sich bewegen. Because God is moving in our generation today. Denn Gott bewegt sich in unserer Generation heute. And this generation is going to bring the power of God on earth. Und diese Generation bringt die Kraft Gottes auf die Erde. Amen. Amen. Maybe you wasn't here last Friday. Vielleicht war der letzten Freitag nicht hier. We read something in the book of Jeremiah, and I want to start on it today, this morning. Aber wir haben etwas gelesen. So that we all will challenge our faith. So dass wir alle, und das werden wir heute nochmal lesen, so dass wir alle unseren Glauben nochmal. He said, Jeremiah 32:27. In Jeremia 27. 32. 32:27. In Jeremia 32:27. He said, sagt er, I am God of all mankind. Ich bin Gott von allen. Is something so hard for me? Etwas was so schwer für mich. You know, this ist etwas so schwer für mich. When I heard such word, wenn ich so etwas höre, I'm like, wow. Dann bin ich überrascht. God, this tells me that you can divide the sea. Gott, das sagt mir, dass du das Meer spalten kannst. From Europe to Africa. Von Europa bis nach Afrika. You can do all things. Du kannst alles tun. You can change all situations. Du kannst alle Situationen ändern. Because you are God. Denn du bist Gott. And in fact, when I concentrate on this, und wenn ich mich auf das konzentriere, I'm fit to worship God. Dann habe ich das Gefühl, als ob ich Gott preisen möchte. I'm fit to lift His name higher. Und seinen Namen hocherheben. Because He can do all things. Denn er kann alles tun. He is God. Er ist Gott. Amen. And I said today. Und ich sagte heute. Is the day that you are going to celebrate. Ist der Tag, an dem wir feiern. I said, you're going to celebrate. Oh, yes. It's a celebration time. Es ist eine Zeit zum Feiern. And this celebration time. Und diese Zeit zum Feiern. I want you to feel the presence of God. Ich möchte, dass ihr die Gegenwart Gottes fühlt. I really want you to feel the presence. Ich möchte wirklich, dass ihr die Gegenwart Gottes fühlt. And the presence of God. Und dass die Gegenwart Gottes is there for you. Da für euch sein. Sie ist da für euch. You are feeling Him. Ihr fühlt ihn. You know that yes, he's in there. Und ihr wisst, dass ja, er ist in euch. He's there. Er ist da. Feel the presence of God. Fühlt die Gegenwart Gottes. Because he loves you. Denn er liebt euch. And he said, is there anything too hard for me? Und er sagt, ist da irgendwas zu schwer für mich? Da ist nichts zu schwer. So the situation that you're passing through today. Also die Situation, in der du heute gerade bist. I promise you. Ich verspreche dir. I tell you. Ich sage dir. I said God will do it. Ich sage Gott wird es because tun. It is too small for him to do. Es ist zu klein für ihn. It is very small for es him. Es ist sehr to klein do it. Für ihn. Deswegen kann er. If he can divide the Jordan River. Wenn er den Jordan. If he can divide the Red Sea. Und wenn er das Rote Meer spalten kann. He can divide your problem that you are passing through today. Dann kann er dein Problem. And we're going to walk in a dry land. Und dann wirst du auf einem trockenen Land. Our Jesus is alive. Denn unser Jesus ist am Leben. He is alive. Er ist am Leben. Also Jesus is alive. Jesus ist am Leben. Try him. Versucht es. Check him. Und probiert es aus. Maybe you feel so down, so weak, so disturbed, so confused. Vielleicht fühlt euch sehr schlecht und so verwirrt und alles. But today, aber heute, I had a word for you. Hab ich ein Wort für euch. Is there anything too hard for him? Ist da etwas zu schwer für ihn? No. Nein. No. Nein. Is there anything too hard for our Lord Jesus? Ist da irgendwas, was zu schwer ist für unseren Herrn Jesus? No. Nein. I said no. Ich sagte nein. But let me bring something to you. Aber lass mich euch etwas sagen. Don't think Jesus is far away. Denk nicht, dass Jesus weit weg ist. He's not far away. Er ist nicht weit weg. He's not far away. Er ist nicht weit weg. Before today meeting, we'll go to our meeting.
Bevor das heutige Gottesdienst zu Ende ist, you will know that he's not far away. Werdet ihr merken und werdet ihr wissen, dass er nicht weit weg ist. He is with you. Denn er ist hier mit euch. Halleluja. Let us stand up on our feet. Lasst uns aufstehen. And if we believe, und wenn wir glauben, that there is nothing too hard for God, dass da nichts zu schwer ist für Gott, you are going to give him thanks. Ihr werdet ihm Dank geben. For what he have done for you. Für was er für euch getan hat. You are going to celebrate him. Ihr werdet ihn feiern. For he is God. Denn er ist Gott. You are going to celebrate him. Ihr werdet ihn feiern. For all goodness, the goodness. Für alles, was er. That he has done for you. Für all das Gute, was er für euch getan hat. I just want you to open your mouth yourself. Ich möchte einfach nur, dass ihr euren Mund öffnet. And think about. Und darüber nachdenkt. I can walk, I can drive and come here. Ich kann laufen, ich kann herfahren und hierher zu kommen. I can breathe. Ich kann atmen. I can eat. Ich kann essen. Why don't you give God thanks? Warum gibst du Gott keinen Dank? For what he has done for you. Für was er für dich getan hat. Open your mouth yourself. Öffne deinen Mund. And give him thanks. Und danke ihm. I just want you to pray. Ich möchte, dass ihr betet. Pray yourself at this moment. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for what you have done for Danke us. Für das, was du für uns getan hast. Thank you for your power. Danke für deine Kraft. Thank you for your greatness. Danke für deine Güte. Thank you for the joy. Danke für deine oh, Freude. Jesus. Jesus. I worship you. Ich preise dich. I give you praise. Ich gebe dir die Ehre. Because you are Alpha and Omega. Denn du bist Alpha und Omega. You are the beginning and the end. Der Anfang und das Thank Ende. You for your protection. Danke für deinen Schutz. Thank you for your protection. Danke für deinen Schutz. Oh, thank you for your love. Danke für deine Liebe. Jesus, I praise you. Jesus, ich preise dich. You are still the same. Du bist immer noch dasselbe. You will be the same. Und du wirst dasselbe sein. You are going to great things in our lives. Und du wirst großartige Dinge in unserem Leben tun. We thank you. Wir danken dir. We thank you. Wir danken dir. Faithful God. Your name is Jesus. Dein Name ist Jesus. Your name is Jesus. Dein Name ist Jesus. Your name is Jesus. Dein Name ist Jesus. I say your name is Jesus. Dein Name the name above all names. Der Name über allen Namen. The name when we mention. Der Name, bei dem wir, wenn wir ihn sagen. Every knee bow. Dass jedes Knie. Every tongue confess. Und jede Zunge. You are Lord. Sagt, dass du Herr bist. You are Lord. Du bist der Herr. You are Lord. Du bist der Herr. You are Lord. Herr. Be Lord in our lives. Sei der Herr in unserem Leben. Thank you, faithful God. Danke. I thank you, Lord Jesus. Ich danke dir. I thank you, Jesus. Ich danke dir, Jesus. I thank you, Jesus. Danke dir, Jesus. For today. Für heute. We pray that everything we are doing, oh Lord, is in your hands. Wir beten, dass alles, was du tust, in deinen Händen. It is in your hands. Es ist in deinen Händen. It is in your hands. Es ist in deinen Händen. We need your power. Wir brauchen deine Kraft. We thank you for your power. Wir danken dir für deine Kraft. Because you have already given us your power. Denn du hast uns deine Kraft schon gegeben. We thank you for it. Wir danken dir dafür. We thank you for your anointing. Wir danken dir für deine Salbung. We thank you for the joy. Wir danken dir für die Freude. Let somebody go home with joy. Lass jemand heute mit Freude nach Hause gehen. Let somebody burden be lift up today. Lass das, was jemand heute runterbringt. Let every burden that people are passing through today be gone in Jesus' name. Lass all das Schlimme, was Menschen heute auf sich rumtragen, weg sein im Namen Jesus. And let your presence be great in our midst. Und lass deine Gegenwart groß sein in unserer Mitte. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. That you are in our midst. Dass du in unserer Mitte bist. Praise your name. In Jesus' name. Amen. Amen. I want you to give God a clap offering. Hallelujah. Amen. So, we are going to have our praise and worship. And I want you, you know, let it be different. Und lass es anders sein. As if like Joshua is commanding. So als wenn Joshua euch sagt, the people of Israel, oder den Leuten Israels sagt, to go round the wall of Jericho, dass sie um
Jericho herumgehen sollen. And they are going to sing. Und dass sie, und sie werden singen. And praise God. Und Gott preisen. Today. Heute. We are doing the same. Machen wir dasselbe. You are going to see victory in your life. Wir werden einen Sieg in eurem Leben sehen. I said you are going to see victory in your life. Ihr werdet einen Sieg in eurem Leben sehen. Ah, that you haven't seen before. Den ihr heute den noch nie gesehen habt. Victory is Ein coming. Sieg wird kommen. Amen. Amen. So praise and worship. Also Lobpreis team. I'm telling you. Ich sage euch. Lasst die Kirche sich bewegen mit der Salbung Gottes in Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen.